Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es wieder soweit und zwar hat sich heute wieder das Wasser um eine Stufe abgesenkt. Das ist mittlerweile schon die dritte Wasserabsenkung und damit gibt es natürlich wieder ordentlich Änderungen auf der Karte. Die werde ich euch jetzt alle in diesem Video zeigen. Ich hoffe, euch gefällt natürlich dieses Video, wenn es so sein sollte und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr, wie zum Beispiel auch 10 weiteren Wasserabsenkungen mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne natürlich hier ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir beginnen dann direkt mal mit der ersten Änderung und die befindet sich hier bei Craig Eclipse. Und zwar kann man jetzt hier eigentlich das meiste wieder relativ gut sehen. Natürlich hängen ja jetzt überall Algen rum. Die Autos sind alle ein bisschen krumm und schief verteilt so. Aber an sich ist hier alles wieder relativ normal. Und an der Seite ist jetzt eben halt hier nur noch in diesem tieferen Bereich noch etwas Wasser. Aber ansonsten ist hier alles, was eben halt oben ist, komplett von Wasser befreit. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Ort, der sich wirklich wieder ziemlich komplett verändert hat. Und zwar ist das Pleasant Park, das ist jetzt auch wieder komplett befreit von Wasser. Das heißt, wir können jetzt ganz normal hier zwischen den ganzen Häusern herumgehen. Ansonsten hat sich aber zur Season 2 in Pleasant Park, glaube ich, nicht wirklich was verändert. Natürlich ist die Luke nicht mehr verfügbar, das heißt, man kommt dort nicht mehr in diesen Shadow Keller rein. Aber ansonsten ist wirklich alles genau gleich wie im Oldschool Pleasant Park, also hier auch keine großen Änderungen. Als nächstes gibt es dann eine Änderung, die man eigentlich nur auf der Karte erkennen kann. Und zwar kann man jetzt den Umriss von Atlantis immer mehr erkennen. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall schon genau die Umrisse, wo dann eben mal später die Stadt auftauchen wird. Wird allerdings eben halt noch wirklich ordentlich Wochen dauern, bis das dann irgendwann mal ins Game reinkommt. Die nächste Änderung ist dann hier bei Risk Reels. Und zwar ist jetzt hier tatsächlich dieses Restaurant nicht mehr verfügbar. Davor war ja hier so ein großes Schiff, wo eben halt irgendwie ein Restaurant drauf stand. Und das jetzt einfach komplett verschwunden. Wahrscheinlich wurde das jetzt eben halt durch Craig Eclipse wieder ersetzt, weil dort ja im Prinzip genau das gleiche Restaurant ist. Auf jeden Fall, wenn das euer Landing Spot war, dann ist der jetzt auch weg. Und direkt daneben bei The Authority gibt es auch eine kleine Änderung. Und zwar kann man jetzt hier im Prinzip wieder auf normaler Flusshöhe das Ganze sehen. Der Fluss ist jetzt hier auch wieder verfügbar. Das heißt, man sieht hier eine Strömung tatsächlich drin, die man natürlich auch nutzen kann. Und wie gesagt, hier drum ist wieder alles auf normalen Wasserstand. Und dadurch konnte natürlich auch dieser Damm, der The Authority vor dem Wasser beschützt, geöffnet werden und man kann jetzt hier wieder ebenerdig reingehen. Das heißt, ihr könnt ganz einfach hier hinschwimmen und einmal durchgehen. Ihr müsst nicht mehr euch Ewigkeiten da hochbauen und jetzt ist das Wasser innen und außen von diesem Damm genau gleich hoch. Dann gibt es hier auch bei dieser Tankstelle eine Änderung und zwar gibt es hier jetzt auch nicht mehr dieses zweite Storage-Gebäude. Das war hier so ungefähr an dem Platz. Das wurde jetzt auch komplett entfernt. Ab der nächsten Woche können wir dafür aber wieder dieses kleine Junk Junction benutzen und da hinten natürlich auch dieses kleine Gebäude. Dirty Docks ist so langsam auch wieder sehr, sehr gut erkennbar. Hier fehlt noch eine Wasserabsenkung, damit wir eigentlich wieder den Großteil benutzen können. Allerdings gibt es so langsam auch wieder einige Kisten, die man auf jeden Fall looten kann und das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon wieder so langsam auf jeden Fall ein ganz guter Landing. Dann kommen wir auch schon direkt zu einer der letzten Änderungen. Es gibt tatsächlich ja mittlerweile nicht mehr so viele Sachen, die sich jetzt auch noch über die nächsten Wochen ändern können. Die meisten Orte, die meisten Landflächen sind jetzt wieder frei vom Hochwasser und deshalb wird sich da jetzt auch über die nächsten Wochen nicht mehr viel verändern. Das nächste große wird dann eben halt wahrscheinlich Sweaty Sand sein, dass das wieder frei ist. Genauso allerdings natürlich auch noch Slurpy Swamp, Weeping Woods und dann natürlich am Ende der Season noch Atlantis und Dirty Docks natürlich auch. Aber an sich sind die meisten anderen Orte jetzt schon ziemlich frei und viel an Landmasse wird auf jeden Fall nicht mehr dazu kommen. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir hier einmal über Weeping Woods rüber. Dort haben wir einmal jetzt wieder relativ gute Möglichkeiten zum Looten. Das Gebäude dort hinten, dort fehlt noch die unterste Etage. Trotzdem sind die meisten Kisten ja auch auf der Etage. Außer eben halt die zwei Kisten, die glaube ich in dem Schornstein da drin sind, die kann man natürlich nicht benutzen. Aber auf jeden Fall sind sonst die anderen Gebäude hier alle wieder verfügbar. Die ganzen Autos stehen herum, der Reboot-Van ist auch wieder ganz normal. Unten die Brücke ist wieder normal. Die Häuser, die hier rumstehen, die kann man zurzeit noch nicht benutzen. Das war ja auch letzte Woche, beziehungsweise bis eben halt heute, immer noch unter diesem großen Müllberg. Das war ja wirklich einer der größten Müllberge, die hier überhaupt rumstanden. Da ging ich hier einmal so über diese ganze Fläche und jetzt ist da eben halt auch wieder die Straße ganz gut zu sehen. Wird allerdings natürlich auch noch eine Woche dauern, bis man da wieder rüberfahren kann. Und die Autos sollen ja auch diese Woche tatsächlich schon am 21. Juli kommen. Das heißt, man kann dort dann eben halt noch nicht so easy von Holly Hatches nach Misty Meadows fahren, wobei es auf der Karte tatsächlich schon so aussieht. Also dort erkennt man eben halt schon die hier die Straße ziemlich gut. Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Wasserabsenkung. Ich denke allerdings eher nicht.
Das Schiff hat sich ja natürlich hier auch wieder wie gewohnt etwas verschoben. Das hat ja auch eine sehr, sehr komische Route tatsächlich genommen. Und man kann ja hier tatsächlich bei Slurpy Swamp mittlerweile auch wieder die ganzen Flüsse sehen, die so da drunter waren. Auf jeden Fall war das ja am Anfang irgendwie so hier positioniert. Dann war das irgendwie so dort positioniert. Dann als nächstes ging das einmal nach dorthin. Und jetzt ist das wieder auf der anderen Seite. Ich bin mal gespannt, ob es auf jeden Fall bestehen bleibt. Vielleicht geht es ja hinter The Flotilla oder so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt darauf und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn mal ein paar Orte dann auch bestehen bleiben, weil die meisten von diesen kleinen Schiffen bisher ja verschwunden sind. Ansonsten gibt es ja nur noch die Yacht, da besteht, glaube ich, eine relativ große Chance, dass sie auch so bleibt. Und ansonsten gibt es ja jetzt nur noch diese eine Müllinsel, die verfügbar ist, und dann eben halt hier die paar Müllinseln in der unteren linken Ecke. Ansonsten gibt es aber eigentlich nichts mehr von diesen ganzen kleinen Orten. Ich fände es, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn da ein bisschen was noch bestehen bleibt. Direkt daneben ist jetzt auch wieder Slurpy Swamp relativ gut begehbar. Die meisten Gebäude sind jetzt hier wieder über Wasser, beziehungsweise ein Großteil der Gebäude ist jetzt wieder über Wasser. Allerdings sind die meisten Kisten oder einige Kisten natürlich immer noch eine Etage tiefer und dort müssen wir natürlich immer noch ein bisschen abwarten. In 2 Wochen wird dann auch ganz Slurpy Swamp verfügbar sein, aber gerade hier im großen Gebäude kann man eigentlich wieder ziemlich gut looten und einige Kisten sind hier auch wieder verfügbar. Also ich glaube, man kann es tatsächlich als Landing Spot eigentlich ganz gut benutzen. Zusätzlich ist hier beispielsweise auch noch eine neue Kiste hinzugekommen, genau an dieser Ecke, die war vorher nämlich noch nicht verfügbar an der Stelle. Bei Rocket Rick hat sich natürlich auch wieder etwas verändert. Ich glaube, es ist etwas weiter wieder nach links gerutscht, weil natürlich hier immer mehr Land frei wird und es natürlich immer mehr Abstand davon gewinnen muss. Die Frage ist jetzt natürlich, bleibt Rocket Rick bestehen? Ich glaube es ehrlich gesagt, weil es natürlich eine benannte Stadt ist. Und Rocket Rick könnte, glaube ich, eine der einzigen Inseln von diesen ganzen Müllinseln sein, die noch bestehen bleibt. Ansonsten gibt es hier erstmal keine weiteren Änderungen. Also die ganzen Müllinseln hier an sich sind eigentlich nicht verändert worden. Und die Position ist, wie gesagt, auch nur etwas verschoben worden, aber es hat sich jetzt eben halt nichts wirklich Großes verändert. Bei The Flotilla müsste auch noch alles relativ ähnlich sein und ansonsten gibt es soweit eigentlich keine weiteren Map-Änderungen mehr. Natürlich, die Strudel haben sich auch wieder etwas verschoben, gibt allerdings immer noch hier manche und die sind natürlich zurzeit auch immer noch deaktiviert. Wahrscheinlich werden die erst in dieser Woche mit dem Update dann wieder aktiviert werden. Und soweit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst mir gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.